Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension. Heute geht es um ein Buch, das einen sehr eigenartigen Titel trägt. Paleo Vegan von Alan Jeff Jones und Alan Wettinger. Das Buch versucht eine Brücke zu schlagen zwischen Paleo und Vegan. Für die Menschen, die sich noch nicht ganz so gut mit den neuesten Ernährungstrends auskennen. So neu sind sie ja auch gar nicht mehr. Paleo bedeutet eine Kost aus frischen und unverarbeiteten Lebensmitteln, wo ein besonderer Fokus auf einem hohen Anteil an Proteinen zu finden ist und auch gesunde Fette nicht fehlen dürfen. Und vegan, das bedeutet lediglich, dass man sich ohne tierische Inhaltsstoffe ernähren möchte. Während Paleo also ganz klar auf die Gesundheit ausgerichtet ist, gibt es unter den Veganern auch eine große Gruppe, die einfach nur kein Tierleid unterstützen möchten. Schon da wird deutlich, dass die Autorin ziemlich verallgemeinert, indem sie ja der Auffassung ist, dass eine vegane Ernährung auch immer automatisch das Ziel in sich trägt, gesund zu sein oder gesund ist. Ja, und damit wird der Brückenschlag zwischen vegan und Paleo schon unter falschen Voraussetzungen eingeleitet. Es gibt durchaus genug Veganer, die raffinierten Zucker zu sich nehmen, sogenannte Pudding-Veganer. Als auch Veganer, die sich überhaupt nicht für unverarbeitete Produkte interessieren, sondern genüsslich die Fertiggerichte diverser Anbieter in vollen Zügen genießen. Man erkennt ja schon relativ schnell, dass die Autorin eher aus dem Paleo-Lager kommt und sich dort besser auskennt als in der veganen Ecke. Also in den einführenden Worten wird dann darauf hingewiesen, dass sich dieses Buch eben direkt an den gesundheitsbewussten und vegan lebenden Menschen wendet, aber mit einem hohen Anteil an unverarbeiteten Lebensmitteln. Da kann man auch damit dann leben und dann weiß man, wo es lang geht. So in etwa ist dann aber auch die Definition von veganer Rohkost. Also da brauchen wir nicht vegan Paleo, das ist vegane Rohkost. Mit diesem Gefühl geht man dann in die Produktkunde, wo man dann erklärt bekommt, wie auch Veganer zu Eisen, Kalzium und anderen Nährstoffen kommen. Es ist dann in den Tabellen der Gehalt der besagten Nährstoffe für verschiedene Lebensmittel aufgezeigt. Nur stellt man da irritiert fest, dass es da gar nicht mehr so weit her ist mit diesem unverarbeiteten Paleo-Prinzip, da bereits 60-70% der Lebensmittel als gekochte Nahrung aufgeführt sind. Diese Phase der Irritation wird aber dann seitens der Autorin sofort in den nächsten Seiten aufgelöst, indem man durchaus sehr lang und breit die Vorzüge des Tricksens und des Schummelns, O-Ton, Tricksen und Schummeln, aufgezeigt bekommt und auch darauf hinweist, dass dieses Tricksen und Schummeln eigentlich schon immer der Kern von so einer Paleo-Diät gewesen ist. Und so langsam bekommt man dann als Leser den Eindruck, dass man hier ja den theoretischen Teil getrost als nicht ganz ernstzunehmenden und lockeren Einstieg in den Rezeptteil sehen sollte und dass man hier nicht wirklich so eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Ernährungskonzepten ja, erwarten sollte. Der Eindruck wird dann auch noch verstärkt, wenn man sieht, dass Zutaten wie die Süßkartoffel, die der Hauptbestandteil der Ernährung der Einwohner von Okinawa, also dem Ort auf der Erde ist, die den höchsten Anteil an über 100-jährigen Stellen, als nur gelegentlich zu konsumieren eingeordnet wird. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wird die Süßkartoffel im beiliegenden Rezept in diesem Buch dann auch noch gekocht, obwohl die Paleo-Prinzipien ja möglichst ganz deutlich sagen, unverarbeitete Lebensmittel und diese auch propagieren. Auch wird hier keine Unterscheidung der einzelnen Nussarten unternommen. Gerade hinsichtlich der großen Bedeutung von Fetten in der Paleo-Ernährung wundert man sich da, dass die Themen wie der Omega-3-Gehalt oder und ähnliches, also diverse Nussarten überhaupt nicht gegenübergestellt wird und auch nicht thematisiert wird. Positiv muss man allerdings anmerken, dass die Autorin die besondere Qualität von Wildkräutern und Wildgrün hervorhebt und auch deren Bedeutung in einer gesunden Ernährung. Auch dass die Individualität der Menschen generelle Ernährungsprinzipien quasi ausschließt, wird von der Autorin löblicherweise klargestellt und das ist nicht immer der Fall in heutiger Literatur, was die Ernährung angeht. Also bei einem Wissensbuch hätte ich allerdings nach den ersten 30 Seiten dieses Buch schon weggelegt, einen Stern bei Amazon angeklickt und das wär's dann gewesen. Aber der Hauptteil des Buches sind ja die Rezepte und dann wendet sich das Blatt. Die Rezepte sind dann wirklich sehr gut. Sie sind größtenteils mit normalen Zutaten, nicht so exotisch, einfach zu besorgen und auch einfach zuzubereiten.
ganz klar kategorisiert und durchweg als gesund zu bezeichnen. Sie haben bis auf die Salate allerdings wenig mit Paleo zu tun und mit diesen Prinzipien der Unverarbeitetness oder wie man das nennen möchte. Denn da wird fast in jedem Rezept gekocht und gebraten, was das Zeug hält. Und so wird dann auch tatsächlich Topinambur. Natürlich wird es verarbeitet, indem man geschält und gekocht wird, und letztlich hat man dann irgendwie den Eindruck, dass der Rezepteteil eigentlich so gar nichts mit dem Theorieteil zu tun hat, also mit diesem Unverarbeiteten irgendwie. Was aber dann ehrlich gesagt auch kein wirklicher Nachteil ist, da wie aufgeführt dieser erste Teil eigentlich übersprungen werden sollte, da hier kreuz und quer durchs Ernährungs-ABC geschossen wird, nur um am Ende immer wieder auf die Wichtigkeit des Schummelns und des Tricksens hinzuweisen. Ja, letztlich drängt sich so nach der kompletten Lektüre so ein bisschen der Eindruck auf, dass man hier mit dieser Wortkombination Paleo und Vegan einfach einen Marketing-Coup schaffen wollte, der allerdings meiner Meinung nach aufgrund des, ja, was kann ich denn sagen, furchtbar inkonsequenten, sich widersprechenden und wirklich schlecht recherchierten ersten Teils komplett nach hinten losgeht. Aber der Hauptteil sind nun mal die Rezepte, und dieser Teil ist ohne den Anspruch in ein bestimmtes Konzept sich zu drängen, außer dass es jetzt, sag ich mal, vegan ist, wunderbar und absolut zu empfehlen. Wenn also das Buch als veganes Kochbuch und vor allem als Kochbuch herausgegeben würde, dann würde es 5 Sterne von mir kriegen. Wunderbar. Da aber sich in die Tiefen der Ernährungslehre hineingewagt hat und sogar, ich würde schon was sagen, avantgardistisch glänzen wollte, dann muss man hier darauf hinweisen, dass dieses Buch ja überhaupt nicht die Erwartungen erfüllt, die man an so solches Buch stellt, Paleo Vegan. Ich schwanke mal wieder zwischen 1 Stern und 5 Sternen. In der Summe bleibt es wohl dann bei 3 Sternen, und der Hinweis an alle potenziellen Käufer, ja, sich genau zu überlegen, warum man das Buch kaufen möchte. Für tolle vegane Kochkostrezepte gibt es meine absolute Empfehlung. Absolut. Für alles andere nicht. Ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was rausnehmen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Christian. Tschüssi.